So, wer ist denn gerade Zweiter? Dena. Ich glaub, Dena. Dena? Nein, ich bin doch nicht Zweiter. Ich bin wirklich Zweiter, wie kann das sein? Hallo, meine Jungs, und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ins Rainbow Land sind wir jetzt hier. Rainbow Land. Zusammen mit Cap. Und in Hallo. Was geht? So, wir sind hier jetzt ein bisschen auf Ecstasy, denn es wird farbig. Wow. Guckt euch das an. Das ein Skill-Trend auf Ecstasy Rainbow Land. Aua, es tut mir weh in den Augen. MDMA, was sind wir hier? Was machen wir hier? Alter, und da vorne geht's los. Die lange Schlange. Alter, das sieht aus wie eine kranke Wasserrutsche. Ich würde gerne mal einen Wasserrutschenpark mit euch allen zusammen und will ich ein Rennen mit euch machen. Seid ihr dabei, Jungs? Ja, jetzt kommt Skill. Jungs, ihr hört mir gar nicht zu, Jungs. Was wollt ihr machen? Ich will mit euch allen zusammen einen Wasserrutschenpark, weil es so einen richtig krassen, weil es so einen Spanien und so gibt. Und dann machen wir ein Rennen da. Seid ihr dabei? Ja. Wasserrutschenpark. Das ist ja echt so. Weißer Gewicht. Das ist meine Idee. Gewicht hilft euch wahrscheinlich, ja. Geschwindigkeit. Dass ich weniger Hautkontakt habe. Das bedeutet, ich bin schneller. Das engste Höschen gewinnt. Alles klar, Jungs. Wir haben ganz viele Wir sind wieder dabei. Das ist das, so kenne ich euch. Alter, ist das nice. Aber ihr... Den krassesten Wasserrutschenpark jemals habe ich in Kanada gesehen. Wow, und dann das nach Kanada durch. Ich bin da ganz offen. Aber Wasserrutschenpark, da ich Bock mit euch drauf. Ich bin explodiert. Nice. Was, Alter. Den ist bei mir? Ich dachte, du bist voll... Ich bin der Beste der Welt im Wasserrutschen. Ja, den hat sich überdreht. Nein. Ich bin wieder hinter dir, Kackwasser. Direkt. Ich würde sagen, ich mach den nach fertig im Wasserrutschen. Ja, nein. Marvin ist weg. Alter, mit einmal überdrehen. So viel Zeit verloren, weil wir danach... Auf mein Aufnahmeprogramm geschaut, um zu schauen, ob das in diesen Röhren so kribbelig ist und dann düdüm. Na klar, Kev der Pro hat es wieder gezeigt. Immer diese Ausreden. Ja, ist wirklich so. Kev der Pro? Also Pro und Kev den Namen habe ich auch nicht. Also aber Pro bringt nicht Kev in Verbindung. Ist der Osiris irgendwie nicht so richtig schnell? Ich erster bin, ne? Also das ist eine piss einfache Map und du brillst. Ja, und du hast verkackt, wieder. Also bist du ja ein Obernoob. Marvin hat gerade Brüste gesagt. Ich bin blind gefahren. Ja, klar. Na, diese billigen Ausreden. Traust du dich blind zu fahren? 1, 2, 3. Ich hatte 3 Sekunden die Augen zu auf dem Wallride. Okay, warte, dann machen wir das auch. Und jetzt. 1, 2, 3. Ich auch 1, 2, 3. Doch nicht. 4 Sekunden. 1, 2, 3. Ja, ich werde dann wieder zum Wallride hinkommen, ne? Oh, huiuiui. Und jetzt wieder. Okay, ich glaube, jetzt kommt Runde 2. Das ging sogar ziemlich entspannt. Drei. Ja, man, da jetzt, der Osiris ist zu langsam, oder? Kann das sein? Easy. Ja, der ist ein bisschen langsam. Das die fahren wir jetzt perfekt. Also man fährt ja, ich bin auch schon in der zweiten Runde, Leute. Das ist meine beste Runde, muss man jetzt hier mal hinbekommen. Aber was ist das so weit hinten? Da würde ich jetzt sagen, die beste Runde zählt, Kev. Komm. Gilt euch, ich bin immer noch nicht in der zweiten Runde. Beste Runde zählt. Ja, komm her, ich will die Competition. Beste Runde zählt, da hab ich auch eine Chance. Okay, okay, okay. Ich versuch mir auch mal zu fahren. Jetzt geht's ab, Mann. Erstmal muss ich die Runde auf beenden. Komm! Stimmt! Ich bin jetzt in Stunde 2. Okay, du bist ziemlich weit hin. Okay, jetzt wird getryhardet aber. Ja, jetzt ja wie gesagt, der eine, die beste Runde zählt. Machen wir so. Oh. Das wird haarig. Also, ich fahre gerade eigentlich fast. Eigentlich bisher. Bin nicht perfekt gefahren. Nicht perfekt aufgekommen, aber es ist nicht so, dass ich angehalten würde. So. Das sieht gut aus, also. So, jetzt der Pimmelschissel hier. Aber ich sehe Kev nicht mal. Wieso ist denn so weit vorne? Ich bin doch nur einmal kurz weggerutscht und das war's. Weil ich der Pro bin. Ja. Ich glaube, ich bin hier und schneller unterwegs. So, ich glaube, man gewinnt hier, glaube ich. Ich weiß nicht. Also, das könnte echt knapp werden. Super war das jetzt nicht. Nee, komm. Ich gebe alles, Leute. Da vorne ist Kev, aber wenn er keinen Fehler macht, dann ist das echt hart. Also, ich fahre bisher absolut perfekt. Oh, warum denn, Kev? Ja, weil ich die beste Zeit haben will. Mach doch mal einen Fehler, Kev. Riskier mal was, weil sonst gehe ich die beste Zeit, weil ich bin bisher auch 100% perfekto. Oh, ne, ich sehe dich schon, Dena. Perfekt? Kannst du ja wohl nicht fahren. Doch. Komm, also, Junge. Bin ziemlich perfekto. Ob die letzten wirklich diesen Geschwindigkeitsbooster haben? Ist jetzt mein Zeitpunkt auch Schmuf? Also meine Zeitpunkt ist richtig. Das könnte, ich bin eigentlich auf jeden perfekt Fall durchgefahren. Es geht um Millisekunden. Ich bin perfekt durchgefahren. Okay, also Dena fährt jetzt auch rein. Ja, ich bin auch im Ziel, Leute. Alter. Okay, mal schauen, wie die Zeit ist. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ist es wirklich so, dass die letzten aufholen haben? Nein, ist aus. Ist aus, okay, weil... Ah, okay. Plus, ich bin an einer Stelle aufholen, minimal nicht langsamer. Perfekt aufgekommen. Das heißt, wo dieser weite Sprung war, bin ich nicht ganz klar aufgekommen. Deko darf echt nicht mehr.
Alter, meine zweite Runde war so schmoof, Alter. Ich hab nicht einen einzigen Fehler gemacht. Oh, du könntest es noch schaffen. Oh, doch, doch, ich komm echt nicht mehr. Fünf, das schaffst du noch. 4, 3, 2, 1 und 0. Er hat's? Ja! Okay, zweier Platz schon mal nicht schlecht, aber wie war die Zeit? Das ist wichtig. Alter, ich will es wissen jetzt. Das wird knapp beieinander gewesen sein. Verkackt, das zweite Runde ich hab ein Speed ausgelassen, deswegen kann ich auf jeden Fall eigentlich nicht Erster sein. Erstmal herzlichen Glückwunsch hier, Kev. Dankeschön. Kev schon mal hier für den ersten Platz, aber wie war die Zeit, Leute? Ich gewinne 3000. Ja, 10.000 verloren, das kann nicht wahr sein. Ja, nein! Was? Alter, Schwede, gute Zeit. Also deutlich schneller als Dena, Deko und ich. Guck mal, wie nah das dran war. Das war richtig krass. Alter, ja, Mabosa, wo hast denn da die Sekunde raus? Wahrscheinlich war das das, wo ich so unschmuff gelandet bin. Ziemlich geil, in einer Sekunde geht's weiter. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück mit einer Oldschool-Map, Ultra Sky Parkour, ohne Cunning Stunts Teile. Mega geil. Und GTA Mode activated. Classic-mäßig. Wurzel-Murzel. Ey, da steht mein Anhänger. Wieso steht da so Ultra Sky Parkour, 76%. Wieso bin ich letzter? Ha? Wieso? Was soll das? Das ist, das ist die Platzierung der letzten Runde, wie schnell man gefahren ist. Als ob, stimmt Alter, nicht. Alter, dieser Superstart. So, fahrt ruhig. Alles kein Ding, Mann. Oh, Verkehr sogar an, ne? Nein. War Deko, Mann! Oh, Alter, war das Black los. Und? Oh. Verzieh dich, Junge! Nein! Nein, ich wollte die ganze... Oh, lol. Nein, man ist aufgestiegen! LOL! Ich hab's geschafft! Ich hab gerespawnt! Warum LOL. Mach ich das? LOL! 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 Deko, du hast doch geschafft! Alter, man muss es ganz rumschaffen. Okay, man muss den Looping aber ganz rumfahren, ne? Nicht einfach so reingehen in den Schlitz. Hä? Also, Deko, ich hab's jetzt schon gemacht. Was? Seid ihr in den Schlitz reingegangen? Scheiße! LOL, dieser Hacker, da ist... Was? LOL, da ist ein Looping und überspring einfach das Spiel. Ich hab nichts übersprungen, ich bin da reingeflogen. Ich hab nicht mal Looping gesehen. Alter, Kinder. Aber es geht auch gar nicht, Alter. Doch, klar, du musst zwei Speeds nur nehmen. Du musst nur zwei Speeds nehmen, dann geht das easy. Ich mach das jetzt. Ich zeig den Leuten, wie das richtig geht. Ah, immer dieses richtig gehen und nicht richtig gehen. Wenn du es schaffst, ist es geschafft. Sonst hat er die Map kacke gebaut, ey. Solange du nicht irgendwie irgendwo... Ja, okay, hast du Glück gehabt, weil ich so aus Versehen den... Obwohl ich den Punkt optisch eigentlich nicht eingesammelt hatte. Ich hab den Punkt nicht eingesammelt und trotzdem bin ich hier Respawn. Alter, ich hab versucht mit zwei Speeds, not work. Alter, wieso kommen wir jetzt diesen Scheiß Mauer drauf? Wir haben schon beim ersten Mal eigentlich geschafft. Weißt du, Kev labert rum von wegen, er macht das richtig und dann... Ich wollte doch! Ist der Einzige, der noch hier ist, ist Deko. Ich hab's in meiner Aufnahme nicht eingesammelt und trotzdem bin ich hier gespawnt. In seiner Aufnahme nicht, aber... okay. Hier fahren wir lang. Ich wette, Marvin hat hier wieder gecheatet, ne? 100 pro. Wie gecheatet, Digga? Gescheatet, sagt er nur, hat er doch. Gescheatet. So. Ich bin einfach Daddy Cool. Alter, ob ich den gerade nicht mehr hier hochschaffe, das kann nicht wahr sein, Alter, was ist denn hier los? Hier ist am allerersten Mal nur ganz knapp nicht geschafft und jetzt irgendwie wird's nichts mehr. Ich kann in der zweiten Runde nochmal versuchen, wir haben ja ganze drei Runden. Also, ist ja egal, wir haben ja... Oh, diese Backstreet-Boy-Musik, ne? Wieso geht die ganze Zeit an? Hallo? Als ob wir das nicht schaffen, Deko. Gib doch Gas, Mann. Wir sind die Letzten. Junge. Alter, wie fahr ich denn? Das ist ja unglaublich. Wann haben wir denn die erste Runde hier? Ach, dahin muss man. Das war ein richtiger Matrix. Mann, warum hab ich sie sofort so gemacht? Ich Dummkopf. Wie viele Runden gibt das? Falsch gefahren. Drei. Drei auch noch. Bah. Ja. Nice. Also ich bin jetzt wieder vor mir in the next round. Du bist auch gefahren, Alter. Ja, keine Ahnung, das ist ja das Problem. War ja richtig. Richtig Schnarchmodus. Was? Diesen Looping soll man schaffen? Den schafft man. Boah, ja, als ob du den übersehen hast am Anfang mal, Bosser, ne? Ja, klar. Okay, weiter geht's, Leute. Okay, wir geben unser Bestes. Ich finde, man hat sich echt abgewöhnt, ne? Das ist verrückt eigentlich. Aber ich hätte Bock auf so eine... Das funktioniert in keinem Leben. Also ich hätte aber Lust auf so eine Asian-Parkour-Style-Map wieder. Also halt mit Motorrad, aber ohne Cunning Stunts-Teile. Leider werden die gar nicht mehr gebaut. Ne, fast gar nicht mehr. Ja, Dena, sag nicht, du bist immer noch hier. Ja, fast. Was ist denn los? Ja, ich habe ewig gebraucht, um diesen komischen zu schaffen da. Den komischen zu schaffen? Ja, ich war immer zu langsam. Da, weißt du, da wo man 2-3 nehmen muss. Ist so ein Kev, Alter. Ah, okay. Ja, hallo, ist die GTA-Mode an oder nicht? Dein Arschloch an oder was? Ja. Dein Zipfer nicht oder was? Muss man hier ganz hoch oder wie ist das? Ganz hoch. Ah, ja, okay.
kommen Sie! Was Sie? Alter! Dein Gesicht, du Bastard, ich ficke dein Arschloch! Nein, ey, keine, ey, was hier los? Also keine Gewalt, bitte, trotzdem ja? Ist Papa ja. Vor dir! Das ist ja auch alles mit Wörtern, Regeln, super auch nicht. Nein, ich bin daneben gesprungen. So, muss man hier viel an Land fahren eigentlich, oder geht er schnell wieder in die zweite Runde rein? Ich muss erst ein bisschen Offroad fahren. Es geht eigentlich, es geht. Offroad, oh Gott, das dauert ja voll lange. Also Offroad ist immer Käse. Marvin, wo bist du eigentlich? Schon wieder Offroad oder was? Nein, noch nicht. Nein, ich bin daneben gesprungen. Alter. Okay. Mann, wäre ich das gerne hier mit anderen zusammengefahren, aber wenn man einmal zurückkriegt, dann liegt man halt zurück, oder dann muss man halt durch. Hier so hässlich, der Turtle Man. Ich würde gerne gleich mal ein bisschen reinschießen. Er hat sich im Kreis gedreht, auf dem Rücken, die ganze Zeit, bis ich hier die Kante runtergegangen bin. Okay, das wird nichts. Sehr schön, kurz aussteigen. Ey, was Deko wieder für Pech hat, Alter! Oder fehlt ich bin oben und hänge zwischen den beiden Plattformen fest. Nein, da ist Kay, da ist schon mal Bosser wieder. Und? Nein! Lol, ich bin durchgerutscht. GG. Gib Gas, Alter, wie lange ist denn dieser Weg hier bitte? Ich bin auch durchgerutscht. Wie lange ist der Weg? Das ist doch nicht wahr. Wann hört der denn auf? Wow! Okay, da vorne ist der. Hoffentlich da vorne, hoffentlich da vorne. Marvin ist hier im Rumpel. Wie fahrt ihr denn? Ihr seid ja richtig Käse. Oh Gott. Ja, wir müssen doch die Speedstyle, mein Lieber. Immer noch nicht. Nee, ich fahr schon mal los. Mann, hier nochmal hinfahren. Ich fahr weiter. Na, ey, das kann ich, ey. Ah, so, Leute, nächste Runde. Ich fahr oben. Bin jetzt drehen, damit ich weiterfahren kann. Ey, das ist nicht wahr. Ja, das ist bei mir auch so. Also irgendwie, egal wie ich gerade speede, irgendwie rutscht er immer durch. Dena, du kannst aufholen. Na, ey, jetzt. Ja, gut, das war ich ein ganz bisschen zu bezweifeln, aber okay. Nice. Ey, wie verkacken wir die ganze Zeit? Unglaublich, ne? Wie schlecht. Boah, ja, endlich! Oh. Drehen Sie sich! So, ich kann wirklich aufholen, ich hab gleich wieder einen, nice. Alter, wenn ich jetzt eine Haftbombe legen würde, nicht zu Deko, das wäre so böse. War eh schon so. Ah, shit. Ich lass Deko mal eine kleine Geschenke hier, er wird sich freuen. Oh, da ist Deko immer noch. Deko, wieso haben wir so große Probleme dabei? Ich war schon viermal oben und hab schon 16 Mal geschafft und bin aber wegen einer Blödheit runtergefallen. 16 Mal? Hast du denn überlebt? Ja. Nicht mit mir. Oh lol. ich bin auch so Zero Tryer. Ich hau die mit der Bazooka weg und dann springe ich mich selber weg, ne? World King Cap. Nein! Deko ist da. ich fahre gerade so Ohrkäse. Nein! Was kommt denn? Abgerutscht. Ich fahr schon mal weiter, ja? Ja, Marvin, du verpasst doch den ganzen Zoll. Na, ich komm, bin gleich wieder da. Das ist ja langweilig. Nein, jetzt kommt Marvin wieder an, hat schon alles geschafft, Alter, ist wieder am Rumtrollen. Ja, ist wirklich so. Und wird dann mit der Bazooka. Ey. Hohoho, Deko, hab ich das gehört? Nein! Und da kommt die Haftbombe von Dena. Haha! Hexi, Hexi! Gerade wo ich Deko rasiert hab. Oh, Scheiße, jetzt vorbeigesprungen, er hat Freifahrt. Freifahrt. Wieso? Wer ist denn gerade Zweiter? Dena. Ich glaub Dena. Dena? Nein, ich bin doch nicht Zweiter. Ich bin wirklich Zweiter, wie kann das sein? Ja, weil ich hab Deko runtergeschossen, du mich. Das heißt, wir mussten neu machen. Aber es ist ja so ein großes Stück, was man neu machen muss. Die ganze Zeit getrollt. Ja, wir trollen doch die ganze Zeit, ihr Lieben. Hallo! Crazy, ey. Ich bin wirklich Zweiter, Leute. Das muss eine verdammt gute Runde werden, auch wenn ich gerade ein bisschen kacke. Das muss eine richtig gute Runde werden. Ich bin gleich auch wieder da. Ich hol mir gleich einen Jet und mach das irgendwie fliegend. Na, Bossa ist eiskalt komplett ohne Troll durchgefahren, ne? Ja. Aber ich mach das dafür auch auf dem Motorrad. Was? Ich hab hier gerade eine Sanchez. Hey, ich bekomme das alles gar nicht mit. Aber gut. Nein! Wir fahren! Oh Mann, Leute, ich hätte so eine gute Zeit eigentlich, aber ich wollte mich extra nicht nach vorne lehnen. Gerade. Ey, Sirius, komm! Als ob ich gerade so dumm verballer hier! No. Sehr geil! Alter, das gibt's doch nicht! Wir fahren jetzt hier einfach mit der Sanchez hoch. Also die Oldschool-Map, die bringt irgendwie mich gerade an die Grenzen. Da sind wir alles auf, was wir machen können. Alter, ich denke mir, wieso bin ich ausgestiegen? Und jetzt wird der andere Spieler. Wow, weiter Gas gehen, weiter Gas. Das ist immer noch mein Platz hier. Wow. Ja, sehr schön. Ey, die Bullen rammen mich hier weg, oder was? Alles ist möglich. Und die Bullen sind nur wegen mir da, aber sie helfen mir anscheinend. Weil ich weich den einfach aus. Picken mich auch die ganze Zeit. Nice, nein! Was, die Bullen haben mich jetzt auch abgeschossen? Nein! Perfekt gelandet.
So, hier geht's weiter. Wir haben aber gar keine Reifen mehr. Dritte Runde, okay. Hey, keine Ahnung, ob es eine gute Zeit war, Leute. Ich hoffe es einfach mal. Zwischen Dirk und mir. Ey. Ey, jetzt komme ich hier nicht durch, weil da zwei Bullenwagen und Kämpfstarre auf dem Straße gehen, Leute. Also. So. Und vorbei! Nein! Am Ende werde ich nur mal ein bisschen trollen. Ey, das ist so geil hier gerade. Lassen Sie mich passieren. Schneller, ey, schneller, schneller. Ich kann immer noch hier auch eine gute Runde werden. Ey, das ist bei mir auch so, das ist so geil. Also das ist echt ein epischer Troll zwischen Dilko und mir. Ist den ja immer noch Zweiter, oder? Bin immer noch Zweiter, ja. Ja. Immer. Oh. Wir kommen ja gestern gar nicht voran, ne? Gefailed. Aber diesmal, Leute, müsste ich mal hier... Oh nein, so kann ich nicht sterben. Mann, ich wollte sterben, damit ich endlich mal meine Sterne los bin, aber so wird es nichts. Ey, da kann bitte, du hast es nicht beendet. Ha? Nein, er hat es geschafft und ich nicht. So, jetzt bin ich aber mal tot. Nein, er ist ausgestiegen. Ey, Kev, dieser Bastard. Wir sind doch gleich auf, was willst du von mir? Diese Bullen. Nein. Wir müssen dann nochmal durch? Ey, schon wieder? Es tut mir leid. Das kann ja auch sein, dass ich nicht irgendwie das, nicht irgendwie egal, das hier machen muss, Mann. Wo ist ey, der? Ich komm hier nicht rüber, weil ein Bulle auf der Rampe steht. Ja. Ich bin der Rächer. Okay. Marvin ist der Rächer. Ja. Ich bin der Rächer. Jetzt dreh ich, Leute. Da kommt nämlich der Dritte gerade hinter mir. Uah. Wo ist denn mein Wasser? Ich will nicht mehr geben. Da, ich muss respawnen. Ich hab die Sanchez jetzt verloren. Go, go, go. Nein, oh, rutschen Sie nicht durch. Ja, weiter. Okay, Rudi, da habe ich nochmal Zeit gut gemacht, Leute. Ich bin ein anständiger Mensch als Kev, töte ich ihn jetzt nicht. Ja, wobei, so gut war es, glaube ich, doch nicht. Wie ich hätte ihn da am Rumschildkröten noch einfach wegbringen können. Mein Auto muss ja da kaputt sein, ey. Mir geht's bei diesem Rennen ja nur um den Spaßfaktor. Boah, ey, schon wieder habe ich so hart verkackt und rutsche schon. Ich rutsche nonstop durch, ne? Ey, was soll ich machen? Daddy, komm! Was? Den hat's geschafft? Huh? Was soll ich geschafft haben? Ich glaube, da kann ich gar nichts mehr machen. Du bist ja durch, ne? Puh. Ich glaube, ich werde das Rennen niemals beenden, habe ich das Gefühl. Wow. So, schaffe ich noch den einzuholen? Ja, Hauptsache er konzentriert sich auf mich, obwohl ich letzter bin. Was? Überhaupt nicht. Fahrradträumer, Bosser. Ich bin 2 Minuten hinter dem Nächsten. Was, echt? Ja, und er konzentriert sich auf mich, Alter, Junge. Ja, aber Kev, wieso bist du Letzter? Wie ist denn das passiert? Weil ich Deko uns die ganze Zeit getrollt haben. Hat Spaß gemacht. Deko hat mich gerade geil eingeholt. Hallo? Ja, dann hast du einfach nichts mehr gemacht? Hä, wie nichts mehr gemacht? Und dann kommen Annäherungsminen. Und dann kommen Annäherungsminen. It's all about the fun. Dude, noch eine Annäherungsminen. Ey, GG. GG. Ja! Mann! Ja! Da haben sie mich umgenietet, das ist nicht in Ordnung. Ey, ich hab so eine Angst vor diesen Annäherungsminen, dass ich hier kreuz und quer lenke und die ganze Zeit neben mir runterspringe. Ey. So, jetzt was, aber. Was, Deko? Please! Dann fahren wir mal schnell rein hier, ne? Was ist Ziel? Nein, Mann, ist am Ziel, oh Mann! Nice. Ja, das hast du doch geschafft. Also jetzt fängt bei mir der Offroad-Scheiß an. Das von Marvin, was Marvin gemacht hat, war so schlecht, Alter. Dieses ganze Durchschlagen und drin. Dann noch anfangen zu fahren, Leute zu killen. Ja. Puh, Leute. Oh. Ja, was soll ich machen? Ich fahre einfach ins Ziel. War aber ein ganz cooles Rennen eigentlich, so. Auch wenn ich, keine Ahnung, wie ich da noch einen zweiten Platz bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich euch eigentlich überall überholt habe. Also dieser Oldschool-Troll hat mir richtig gefallen. Dafür, wenn er schon mal einen Daumen oben euch gefallen hat. Generell, wenn ihr mehr von solchen Oldschool-Maps sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten, schau mal, wo Deko ist. Hallo, die Deko. Wow, da ist er in der Luft, Leute. Hat das geschafft? Die Möwe. Nicht schlecht, kann man auch mal machen, Leute. Zweiter Platz, nicht schlecht, hat Spaß gemacht. Ich hätte noch 1000 Wegpunkte hinten einsammeln müssen. Ich hatte sowieso keine Chance. Oh, ich hätte noch schön Haftbomben hingelegt. Ja, hetzte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis in 3 Tagen. Ciao.